Ja, hallo, ich heiße Stefan, das ist Thomas. Wir sind von der Open Knowledge Foundation. Ich bin im Vorstand der Open Knowledge Foundation und Thomas ist quasi Freiwilliger, der im Umfeld der Open Knowledge Foundation arbeitet. Und wir reden heute über Open Data. Die Open Knowledge Foundation Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein und hat sich 2011 gegründet. Und unser erstes Ziel war, Open Data in Deutschland ein bisschen bekannter zu machen und vor allen Dingen voranzubringen. Da haben wir international schon einiges geleistet, indem wir vor allen Dingen die Open Definition vorangetrieben haben. Die Open Definition definiert, was ist denn eigentlich Open? Und Open ist, also offene Daten sind Daten, die von jeder und jedem frei verwendet und nachgenutzt und verbreitet werden können. Wir haben auch die Open Database License entworfen, die zum Beispiel von OpenStreetMap genutzt wird. Und wir wollten dieses Open mal auf solide Füße stellen, halt auch rechtlich. Und auf der Basis haben wir dann versucht, nicht nur diese Daten voranzutreiben, sondern halt auch Projekte, die mit diesen Daten arbeiten. Das ist die Website der Open Knowledge Foundation. Das sind unsere vier gerade größten Hauptprojekte. Das sind die Open Knowledge Labs, Frag den Staat, eine Plattform für Informationsfreiheitsanfragen. Jugend hackt, ja, das ist das T-Shirt hier. Ein Hackathon für Junghacker von irgendwie 12 bis 18, genau. Und der Prototype Fund, ein Fund, mit dem wir Open Source in Entwicklung in Deutschland unterstützen wollen. Das sind ja noch weitere andere Projekte. Wir unterstützen die OGP, die Open Government Partnership in Deutschland. Wir unterstützen regionale Politik-Engagement-Portale wie Politik bei uns, Standards im Bereich lokaler Politik. Wir bieten Webseiten an, auf denen Dokumente vom Bundestag, die Gutachten da zum Beispiel, übersichtlich sortiert werden. Wir probieren eigentlich alles Wissen, was wir so haben und kriegen können, aus der Regierung zu befreien und dann der Community bereitzustellen. Und die Community trifft sich bei Code for Germany, dem OK-Lab, das auch hier in diesem Raum bei Wikimedia immer montags stattfindet. Und Thomas ist einer dieser Teilnehmer und wird uns jetzt von diesen Projekten erzählen. Genau. Ich habe die Aufgabe, zwei Wins und zwei Fails zu erzielen. Gleich das erste ist von Stefan. Das OK-Lab in Berlin gibt es gibt's, mal gucken. Seit 3 Jahren gibt es das Lab und etwa genauso alt ist dieses erste Projekt. Vor 3 Jahren ging es darum, was machen wir mit einem Flughafen von Berlin? Da ging es ums Tempelhofer Feld. Wir durften abstimmen. Volksabstimmung. Keiner wusste genau, was das bedeutet. Es gab zwei Texte zum Abstimmen und Stefan kam auf die Idee, man muss es visualisieren, damit man es einfach mal in der Hand nehmen kann und mal rumspielen kann. Rausgekommen ist eine 3D-Karte. Man kann da so reinschweben und gucken, was soll wie bebaut werden. Zusammen mit der Morgenpost hat das dann zusammen fertig gemacht. Die haben noch Texte geschrieben in der rechten Seite und dann ist es rausgegangen, pünktlich zur Volksabstimmung. Hat dann ein paar Preise gewonnen. Ein Win-Projekt, genau. Für den Fall, dass demnächst wieder ein Flughafen mit einer Volksabstimmung sein sollte, kann man das Projekt natürlich wiederverwenden. Diesmal gibt es noch mehr offene Daten, zum Beispiel diese grauen Kästchen an der Seite, gibt es jetzt echt als 3D-Objekte von der Stadt, als Open Data. Man kann es also noch weitermachen. Das ist ein Projekt von mir, es ist ein Fail, gleich vorausgesagt. Ich sammle Vornamen, ich habe eine App geschrieben, da kann man ganz einfach sich einen Vornamen geben lassen, für wenn man Eltern wird. Es gibt Datensätze. Es gibt einmal im Jahr, wenn Daten veröffentlicht, was sind die beliebtesten Vornamen gewesen vom letzten Jahr? Und die habe ich eingesammelt. Ich habe angefangen nachzufragen beim Bundesstatistikamt, habt ihr so eine Daten? Meinen sie, nee, in Deutschland gibt es so eine Statistik überhaupt gar nicht. Habe ich weitergeguckt, mein Bundesland gefragt, habt ihr so eine Daten? Meinen sie, nö, wir auch nicht unsere Baustelle, machen wir nicht. Und dann weiter, Landkreise haben die Daten nicht, die Städte haben die Daten. So, und der Vorname ist ganz komisch. Das ist ein Datensatz, der wird erhoben, aber zweckgebunden. Man darf den nur wie war das? Nee, noch tiefer, im Standesamt. Nur im Standesamt darf man das verwenden und dort rausgeben. Man darf es nicht nach oben sammeln, das ist verboten. Entsprechend muss ich überall nachfragen, bei den Städten, bei den Kommunen, gebt mir mal eure Datensätze her. Habe ich gemacht, ich habe alle Datenportale angeschrieben, schon vor 3 Jahren angefangen oder 4 Jahren angefangen. Sagt mir, habt ihr so eine Daten? Und mittlerweile, wenn die Datenportale entstehen in Deutschland, gibt es genau diesen Datensatz. Ich freue mich, diese grauen Flecken sind die Datenportale, die genau diesen Datensatz haben. Das sind etwa 30 Stück oder so, ein bisschen mehr gibt es noch in Deutschland, aber das war es dann auch. Diese anderen farbigen, die blauen, die habe ich per Hand nachgefragt und sag mal, Kommunen, gibt es denn Daten von euch? Die habe ich alle bekommen, sind so 200 Datenquellen, die ich habe. Reicht nicht aus. Müsste jede Kommune fragen. Weiß ich mal, wie viele Kommunen wir haben in Deutschland? So etwa? 11.000. Wir haben 11.000 Kommunen, müsste 11.000 Stellen anfragen, gibt ihr mal die Daten her, dann hätte ich so komplett alles, was wir haben. Das gleiche Problem hat Open Data auch in Deutschland. Wenn wir es richtig machen würden, müssten wir 11.000 Kommunen sagen,
gibt mal Daten frei, wo alle haben gleiche Rechte. Das klappt irgendwie nicht, skaliert irgendwie nicht in Deutschland. Ist schade, das war meine Erfahrung damit, ist irgendwie ein Fail. Ich sammle weiter Daten, aber klappt nicht ganz so. Dagegen das Projekt ist wieder ein WIN-Projekt. Da ging es um Schulen in Berlin. Vielleicht habt ihr was mitbekommen. Letzten Monat kam Statistik raus. Die Schulen in Berlin sind schlecht und brauchen so 4 Milliarden Euro an Sanierungskosten. Hier hat Berlin auch nachfragen müssen, hallo Bezirke, gebt mir mal bitte 12-mal die Datensätze. Ist auch wieder die gleiche Teilung, aber da hat es geklappt. Berlin hat die Daten besorgt und die Daten rausgegeben. Pro Schule gibt es genau ein Datum. So viel Euro ist dieser Sanierungsbedarf. Ist verfügbar, hat der Senat rausgegeben, ist ein Open Data, kann ich machen. Ich habe die natürlich schon vorher nachgefragt, vom Dreivierteljahr. Vom Dreivierteljahr gab es die erste Erhebung sozusagen, die Rohdaten. Da gab es diese Tabelle. Da waren die Zahlen noch höher. Man hieß es, 5 Milliarden gibt es als Sanierungsstau. Daten sind irgendwie geschrumpft und ich habe nachgefragt, gib mal die Daten, die so Journalisten kriegen können. Habe so eine Excel-Datei gekriegt und Excel-Dateien sind keine offenen Daten. Sollte man auch nicht rausgeben, weil Excel wird von jedem Viewer anders da gezeigt. In Excel, zeigt das Excel-Format so an, wie es ist. Ich habe einen Mac, da habe ich kein Excel drauf. Apple Numbers zeigt das so an. Da waren nämlich viel mehr Daten drin in den Datensatz. Apple Numbers kann keine Spalten ausblenden. Entsprechend waren urplötzlich die Spalten alle sichtbar, die drin waren. Die Zahlen waren auch ausgeblendet, habe ich alle wieder eingeblendet und zack, hatte ich alle Daten aus einem Bezug gehabt. Darin, wie kaputt sind die Fenster, wie kaputt sind die Tonhallen, alles so feingliedrig, so 60 Daten bei 100 Schulgebäuden, also nicht auf Schule, sondern auf Schulgebäude. Und ich habe die Daten gehabt und da gab es eine zweite Variante von meiner Karte, die ist viel genauer. Also nicht Excel verschicken. Dann wieder ein Windprojekt, nee, ist ein Feldprojekt. Eigentlich ist es ein Windprojekt gewesen. Ich hatte mal angefangen gehabt bei Bürgerämtern. Kennt man das, man geht hin, morgens drückt sich eine Nummer, kriegt eine Karte, so eine Zahl drauf, setzt sich in den Warteraum und dann kann man irgendwann hingehen zum Bürgeramt und sagen, ich hätte gerne einen neuen Ausweis, möchte mich ummelden und sowas. Es gibt Städte, die haben so eine Anrufanlagen, die sind gekoppelt mit einer Datenbank im Hintergrund. Die können auswerten, wie viele Leute waren heute da, wie lange mussten die warten. Und es gibt hier Mörs, das ist eine Stadt im Niederrhein, die hat genau diese Sachen veröffentlicht. Man kann alle 5 Minuten nachgucken, was ist denn die nächste Wartenummer, wie lange muss man warten. Die Daten habe ich genommen, habe ich gesammelt, auf so eine Karte, auf so eine Visualisierung geworfen. Je größer der Kreis, desto länger muss man warten. Man sieht immer, mittwochs muss man immer gleich lange warten. Donnerstags ist unterschiedlich, mal kann man Glück haben, kommt früher ran, mal nicht so. Man kann da sehr schnell auf einen Blick sehen, wie lange man warten muss. Das funktioniert in Mörs, im Niederrhein. In Berlin funktioniert das nicht, weil wir haben keine Laufkundschaft mehr. Seit Jahren haben wir nur noch Termine, die vergeben wurden. Letztes Jahr gab es nicht mehr Termine im Internet zu finden. Heißt, die Daten, die da sind, sind überall woanders. Überall gibt es Probleme, die anders andere Daten erzeugen. Man kann nicht einfach sagen, ich kopiere das, mache es für Berlin. Funktioniert einfach nicht. Hätte ich gerne gemacht, aber die Probleme sind überall woanders. Es gibt überall wo andere Daten, überall andere Daten und so sieht's aus. Das war's, genau.